Mathematikunterricht mit der Lösung von Gleichungssystemen. Und zwar betrachten wir nur Gleichungssysteme mit zwei Variablen. Da gibt es drei Verfahren, um die lösen zu können. Das erste Verfahren besteht darin, dass man beide Gleichungen gleichsetzen kann. Deshalb spricht man vom Gleichsetzungsverfahren. Dann gibt es das sogenannte Einsetzungsverfahren oder man spricht auch von einem Substitutionsverfahren. Und dann schließlich haben wir noch das sogenannte Additionsverfahren. Wir wollen mal einige Beispiele betrachten. Wir haben zum Gleichsetzungsverfahren die beiden Gleichungen, die ich hier mit römisch 1 und 2 kennzeichne. Einmal y gleich x plus 9 und dann y gleich 3x minus 1. Jeweils steht auf der linken Seite y. Es könnte auch dort x stehen. Dann kann ich diese beiden Gleichungen gleichsetzen. Wir erhalten dann x plus 9 gleich 3x minus 1. Dann subtrahieren wir hier 3x. Dann haben wir noch minus 2x und die 9, die wird nach rechts gebracht. Dann haben wir minus 1 minus 9 ist minus 10 und wir dividieren das Ganze dann durch minus 2 und erhalten x gleich 5. Dann wollen wir aber auch noch den Wert für y berechnen. Und deshalb setze ich den berechneten Wert von x gleich 5 meinetwegen entweder in die erste oder in die zweite ein. Wir haben hier die erste genommen. Da heißt es ja y gleich x plus 9. X hat den Wert 5, dann ist y gleich 5 plus 9. Das sind aber 14. Und damit habe ich die beiden Lösungen x und y und kann als Lösungsmenge dann angeben, L gleich Menge bestehend aus 5 und 14. Das ist also der Punkt. Und das wäre übrigens, wenn man das grafisch anschaut, der Schnittpunkt der beiden Funktionen. So, das war das erste Verfahren. Beim zweiten Verfahren, da geht es um das Einsetzungsverfahren. Da habe ich die Gleichung 2x plus 3y gleich 18. Und die nächste y gleich x plus 1, dann kann ich die zweite in die erste Gleichung einsetzen, und zwar für y. Dann haben wir 2x plus 3 mal, und das ist der Wert für y, x plus 1 gleich 18. Wir rechnen die Klammer aus, haben dann 2x plus 3x plus 3 gleich 18. Dann wird die 3 subtrahiert. Dann haben wir 2 plus 3 sind 5x und auf der rechten Seite steht 15. Wir dividieren durch 5 und erhalten x gleich 3. So, dieser Wert x gleich 3 wird meinetwegen in die erste Gleichung eingesetzt. Dann hätten wir, oder ich setze in die zweite ein, das ist besser. Ja, dann haben wir y gleich 3 plus 1. 3 plus 1 sind ja 4. Und das bedeutet, wir haben auch die Lösungsmenge, die ergibt sich dann aus dem Punkt 3 und 4. Also der Schnittpunkt liegt bei 3 und 4. Nun könnte man noch ein drittes Verfahren betrachten. Meinetwegen, ich will es mal andeuten, wir haben die Gleichung 2x plus 4y gleich 6 und als nächste hätten wir 4x minus 5y gleich 10. Das wäre wieder die erste, das wäre die zweite und jetzt muss ich versuchen, das x oder das y zu eliminieren. Und das macht man so, dass man versucht, die erste Gleichung mal minus 2 zu nehmen. Dann haben wir hier nämlich 2 mal minus 2 sind minus 4.
Und wenn ich die erste mit der zweiten addiere, dann fällt das x weg. Ne? Also ich schreibe es nochmal hin. Wir hätten jetzt minus 4x minus 8y gleich minus 12. Die zweite war 4x minus 5y gleich 10. Die beiden werden addiert, dann wird das x rausgeschmissen quasi. Minus 8 plus 5 sind aber minus 13y. Und hier würde stehen minus 2. Dann müssten wir durch minus 13 dividieren und hätten einen y-Wert von 2 Dreizehntel. Also ein unangenehmer Wert. Den setzen wir wieder in 1 oder 2 ein und hätten dann die Lösung. Das werden wir jetzt natürlich ein bisschen üben. Gibt es eine Frage, Nick? Ja oder nein? No, sagt er. Bis hierher.